Flieht er, der Feigling! Stell dich! Passwort, wenn du kein Twitter hast. Du hast diese Rebellion gewollt! Nieder mit ihm! Wir haben ein Problem, Maurice. Haben wir das? Ja. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Ich bin fettleibig geworden. Ich bin auch. Du bist auch fettleibig? Ja, schon direkt irgendwie nach 5 Minuten oder sowas. So, sehr schön. Wir haben in der Mitte von Spanien haben wir jemanden, der muslimisch ist. Ja, ich weiß. Das ist ein guter Grund, ihm seine Besitztümer abzunehmen, glaube ich. Ich glaube, da verstehen sich unsere beiden Charaktere sehr gut. Das haben das Weltliche und das Geistliche mal gemeinsame Interessen. Ja, der muss weg. Ja. Der muss wirklich weg. Das nennt man schwanger. Nee, ich glaube nicht, dass mit Fettleibigkeit schwanger gemeint ist. Ich finde dieses kleine Stück Kastilien, das bei dir in Galizien irgendwie rumeiert, auch lustig. Und dieses und Navarra ist auch irgendwie ein sehr interessantes Königreich jetzt. Also da, ja, es ist alles chaotisch. Wirklich diese alles. Die Streitigkeiten da treiben interessante Blüten. Mein Mordkomplott gegen meinen Lehnsherrn hat leider nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Das ist leider sehr schade. Also er lebt noch, willst du damit sagen? Ja. Das ist schade. Das ist in der Tat schade. Ja. Das ist in der Tat schade. Ich könnte aber auch ein Druckmittel gegen ihn fingieren. Ich bin schon wieder schwanger. Ist das jetzt meine Chance auf einen Sohn? Ich hätte einen Sohn verdient. Oh Gott, ich habe alles dafür getan, dass ich einen Sohn verdient habe. Wird's einer? Das weiß nur Gott. Das steht in den Sternen. Ja, für wahr. Aber auf jeden Fall jemand für mich bauen. Erhöhen wir jetzt unsere Armee, weil ich nicht so zufrieden damit bin, dass wir so einen problematischen König über uns haben. Und der ist auch noch sündig. Wow, das wird ja immer schlimmer. Das ist echt nicht gut. Ich derweil, Pia, habe schon wieder einen günstigen Karpfenteich bekommen. Das ist ziemlich geil. Ich mache da die besten Geschäfte meines Lebens. Wie viele Karpfen hast du? Sehr viele. Der reichste Mann, das habe ich von einer sehr gläubigen Frau gehört, der reichste Mann des Landes zeichnet sich eigentlich aus, dass er die meisten Karpfen besitzt. So hat sie das nicht gesagt. Ich habe das so verstanden. Na dann. Oh, die ist gescheit, wunderschön. Ah, die Rebellion ist vernichtet. Mein Verbündeter hat sich quasi erlöst von seinen Missetaten. Ich muss mal ganz kurz hier was lesen. Jawohl. Meine Bekanntschaft Imi Umar hat einen Trupp von mehreren hundert bleichhäutigen, Saqqaliba versklavten Männern und Frauen aus den örtlichen Regionen Europas aus seinem Reich entkommen lassen. Ganz gleich, wie hartnäckig er auch behaupten mag, wie sehr man sie in seinen Armeen und in seinem Harem schätze, sie haben vielen Gefahren getrotzt, um in meinem Land die Freiheit zu finden. Wir tragen alle Narben, sagt ihre Anführerin Perisliava zu mir, an unseren Körpern oder tief in uns drin. Doch wir sind stark und entschlossen. Wir sehnen uns nach einem eigenen Land, wo wir die Sprache unserer Vorfahren sprechen können. Wenn ihr gestattet, dass wir uns in Stadt von Ferrol ansiedeln, würden wir uns all unsere Mühe geben, damit es gedeiht. Das Problem ist, dass du muslimisch bist, meine Liebe.
Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass der Dude sie zurückbekommt, weil der ist auch muslimisch. Das heißt, wir machen die Mittellösung. Du bekommst bei mir kein Land, aber du darfst bleiben. Aber dafür musst du jetzt auch gleich katholisch werden. Tschüss, Lalina. Ich glaube, jetzt ist sie katholisch. Perfekt. So, kannst du mir ein Lösegeld geben? Schau, und du passt zu einem meiner Ritter, den ich habe. Dann wirst du hier schön verheiratet. Nach schöner katholischen Manier. Und das ist das Ding von der Freiheit, von der du gelabert hast. Dein Mann ist ein Folterer. Viel Spaß. Aber er ist auch ruhig, also alles gut. Er wird ihr schon nichts tun. Er ist nur vom Beruf Folterer. Das heißt ja nicht, dass er privat auch foltert. Das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich privat foltern sollte. Diesen Rebellen von eben. Graf Ramon Berenguer. König 50 Lösegeld gegen, ist natürlich auch schön. Lösegeld ist Geld. Aber er ist dann immer noch... Er ist halt immer noch relativ mächtig. Ich brauche Verbündete. Ich brauche ganz dringend Verbündete, um diese Kriegssituation hier zu ändern. König Anzo von Navarra könnte doch ein guter König werden, oder? Ich habe noch eine Tochter. Warum straft mich Gott? Ich weiß es nicht. Warum straft mich Gott? Mein Sohn wird der Schlimmste von allen. Ich habe jetzt nochmal das Verbrecher-Event und weil ich arrogant schon gewählt habe, kann ich so noch mitfühlend oder gefühllos. Aber natürlich, mitfühlend bin ich ja nicht. Also ist er jetzt halt auch noch gefühllos. Er ist jetzt arrogant, sprunghaft und gefühllos, herrisch und abscheulich. Sancho der Geringere. Das wird ein richtig guter Typ. Hallo Kulibert. Oh, verdammt! Baron Berenguer ist im Kerker gestorben, bevor ich Lösegeld fordern konnte. Das ist hart. Ich bin verflucht. Ich bin verflucht. Ich krieg nur Töchter. Wollen sie dem seinen Sohn auf den Thron bringen? Das kann doch nicht sein. Ist ja immer schlimmer hier. Das kriegt ihr eh nicht hin. 200 Mann. Was wollt ihr denn? Ich habe sogar noch meine Söldner von gerade eben. Aber gut, kommt her. Kommt her. Kriege ich diese Frau getötet? Ja. Ich muss meine Kinder gut unterbringen. Nein, aber das bringt nichts. Nein, das ist halt... Der nimmt die ja sowieso nicht zur Frau. Da muss ich jetzt immer noch... Was für eine... Kriege ich diese Frau getötet? Ich muss meine Kinder gut unterbringen. Ich wollte, dass meine Töchter einen König heiraten, aber die Könige wollen meine Töchter nicht. Okay, okay. Und das sehe ich als großes Problem gerade an dieser Stelle. Das sehe ich als sehr großes Problem tatsächlich. Vor allem habe ich dieses Problem auch nicht verdient. Nee, also du bist ja so eine noble Christin, du hast überhaupt keine Probleme verdient. Nee, absolut. Und das sehe ich auch so. Danke, dass du das auch so siehst. Ja, klar. Ach, meine Tochter ist reizend. Dann kommst du bei mir in den Unterricht. Kann man die Töchter nicht gut verkaufen? Ja, aber ich habe ja keine... Männer in meinem Umfeld, die sie verdient hätten.
Und ich hätte sie ja gerne, ich hätte ja gern, dass König Fernando eine heiratet. Aber der will keine. Ich hätte ihm sogar die Gute angeboten. Aber er will auch die Gute nicht. Wow. Ich müsste halt Herzogin sein, damit er daran Interesse hat. Gibt's vielleicht einen guten Herzog, der noch eine Frau sucht? Ich bin ein ganz toller Herzog, aber ich bin leider schon verheiratet. Ja, das ist dann... Meine Frau hasst mich zwar, aber... Ja, aber meine Töchter sind nicht Zweitehefrauen. Also ich glaube an den ewigen Bund der Ehe. Ja, klar, verstehe ich. Deswegen... Der ewige Bund der Ehe ist was Heiliges. Und... Ich meine... Dein Sohn ist auch wirklich sehr schön. Also, er ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass eine Insel vor meiner Küste ist, die sehr schön ist und nicht mir gehört. Mhm. Mallorca. Die ist in Ketzerhand. Wäre das nicht... Ich glaube, das Alfonso sollte mir gehören. Alfonso Nunes. Kriegen wir den auf die Infantmendo? Kriegen wir einen von denen auf den Thron gesetzt? Einen der Jüngchen? Ach, der will die auch nicht heiraten. Oh, niemand möchte meine Töchter heiraten. Nicht okay. Nee, wirklich nicht. Also, finde ich auch. Schwierig. Schwierig ist das Wort, das ich suche. Ich habe noch eine Sprache gelernt. Ich kann jetzt auch Baskisch. Ich kann jetzt 4 von 4 Sprachen. Vulgär-Iberisch, Vulgär-Italienisch, Hochdeutsch. Achso ja, 5 Sprachen sogar, 4 Fremdsprachen. Vulgär-Doxisch und Baskisch. Also... Pilgerreise steht an. Ja, Pilgerreise steht an. Oh, ein Papst macht mir Liebesavancen. Was? Nicht der Papst, der Suffragenbischof von Corona. Also beim Papst wäre es jetzt eine interessante Frage für eine gläubige Christin wie dich, ne? Aber auch bei einem Suffragenbischof, oder? Das ist jetzt, wie du das definierst. Als ich das Laken zur Seite schiebe, um mich niederzulegen, finde ich eine kleine Schriftrolle auf dem Bett. Jemand war unbemerkt in meinen Gemächern. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter, als ich das dicke Pergament vorsichtig entrolle. Mein Augenstern, o Fürstin meines Herzens, ich kann meine Gefühle nicht länger verheimlichen. Von diesem Tage an werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Vielleicht ist das, was ich brauche, um endlich einen Sohn zu bekommen. Also es könnte ein Zeichen Gottes sein. Das ist ein Zeichen Gottes. Hast du noch ganz klar gesagt, wenn es ein Bischof wird, dann sage ich ja. Ja. Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall. Und zu dem stehe ich auch. Also ich gehe jetzt auch auf eine Pilgerreise. Ich habe jetzt erstmal die Avancen nicht abgelehnt. Ich gehe jetzt auf eine Pilgerreise nach England, um mir bewusst zu werden, was ich möchte. Und ob das potenziell meine Empfängnis meines lang ersehnten Sohnes wird. Sehr gut. Das wäre dann ein Kind Gottes, also durch die Hand Gottes. So, Leute, da habt ihr jetzt die Rechnung nicht mit meinem neuen Bündnis mit Kastilien gemacht. Aber es ist auch klar, dass der Papst mir einen Bischof schickt. Der Papst wäre doch viel zu rein, um sich auf etwas wie eine Frau einzulassen. Hier, dieser Stream produziert viel zu viele Clips, die irgendwann gegen dich verwendet werden, glaube ich. Ja, die tut immer auf Twitter so feministisch, aber guck mal, was ich hier bei ihr auf Twitch ausgegraben habe. Hast du schon die Ausrichtung nach Osten versucht, während der Mond im Saturn steht? Habe gehört, das soll helfen. Für einen Sohn? Ah, ich bin endlich Pilgerin.
Ich bin offiziell endlich Pilgerin. Ich bin aufopferungsvoll. Siehst du? Dadurch, dass ich aufopferungsvoll bin, opfere ich mich ja quasi auf, indem ich mich durch Gott glücklich machen lasse. Es ist gerade literally hier so, mitten im Feldzug wurde ist mein Söldnertrupp ausgelaufen. Scheiße. Und wer nicht gerade so auf dem Weg war, aber zum Glück kommen hier die 4000 Castilier, die werden das schon ausbügeln. Da muss ich jetzt kein Geld aus... Warum Geld ausgebe, wenn auch eine Tochter verschachern kann, ne? Ich habe meine Tochter zur Königin von Castilien gemacht und ich meine, in dem Fall ist es... Also in dem Fall habe ich ihr, finde ich, wirklich... Ich meine, der ist passt in unsere Familie. Der ist gierig, sprunghaft und fleißig und nachdenklich. Der passt zu uns, König Fernando II. Sanchez. Ich habe ihr da, finde ich, ein gutes Leben beschert und gleichzeitig profitiere ich davon. Giacomo ist nicht alleine in seinem Versuch, meine Gunst zu gewinnen. Immer häufiger nähert sich mir mein Ratskanzler, Bürgermeister Sebastian, und seine anfänglichen höflichen Komplimente werden immer intimer. Giacomo ist nicht sonderlich begeistert von der Zuneigung von Sebastian und hat ihn zu einem Duell herausgefordert. Das ist ein Bischof. Als ich eintreffe, war die Angelegenheit schon beigelegt. Giacomo stand triumphierend über seinem übel zugerichteten Gegner. Eifersucht steht euch nicht, Giacomo. Wer ist jetzt Giacomo? Ist das der Bischof? Das ist der Bischof. Andere? Der Bischof hat jetzt einen Typen gestümmelt für dich. Geil. Ja, nee. Also Eifersucht steht ihm nicht. Okay. Es ist Gottes Wille, da muss man keine anderen mehr prügeln. Das stimmt natürlich. Da hast du recht. Aber ich habe eine andere Anforderung. Ich möchte Rom näher sein. Das heißt, ich würde gerne, ich hätte gerne Sardinien, ein Teil von Sardinien. Ja. Um Rom näher zu sein. Das verstehe ich total. Ja, würdest du mir dabei helfen? Ja, ich wollte sowieso auch Mallorca erobern. Wir können ja beide ein Inselkönigreich für uns holen. Mhm. Das klingt mir nach einem guten Geschäft. Und Sancho, der Schäbige, ist immer für gute Geschäfte zu haben. Ja, schön. Weil die Sache ist halt, ich würde halt so gerne dem Durchlaucht von Pisa eine meiner Töchter anbieten, aber ich komme nicht ran. Du hast die Diplomatie-Reichweite runtergestellt, Pia. Ja, das ist ja der Sinn dahinter, dass man dann auch eine Motivation da hat. Wie muss ich mir die Komplimente vorstellen? O Herrin, welches Parfum tragt ihr? Ihr riecht hervorragend Gift. Hallo? Hallo, ich bitte euch. Hallo, wie frech. Ja, wie sieht das denn eigentlich aus, so generell? Was macht es denn Sinn? In welches Könighaus vertrauen wir? Das von Kastilien, weil da ist meine Tochter drin. Wir vertrauen in das Königreich von Kastilien? Ja, voll. Welches ist denn das? Das Größte natürlich, das Reichste und Mächtigste. Weil alles andere ist ja für meine Tochter auch nicht gut genug. Warum bist du schon in einem... Ich habe keine Ahnung, warum der bereit war, meine Tochter zu heiraten, nachdem mich alle hassen. Aber vor allem, also, ja, aber sie ist auch, also... Sie ist abscheulich, nicht hässlich, sie ist nicht abscheulich, sie ist hässlich. Aber sie ist immerhin ehrlich, wenn auch zynisch und gierig. Aber er ist ja auch gierig. Die passen zusammen. Gut. Ich muss auf jeden Fall Herzogin werden, damit ich bessere Möglichkeiten habe, was meine, die Verheiratung meiner Töchter angeht. Das ist so nicht okay. Ich habe jetzt das erste Mal einen Krieg erklärt. Was? Ich habe das erste Mal Krieg erklärt. Wem? Also, da ist eine Frau neben mir, die ist 10. Und die ist fälschlicherweise Herrscherin von dem Gebiet als Frau. Das heißt, du bist jetzt wirklich so eine extremistische Selbstgeschlechtshasserin, ja, dass wirklich die reine Tatsache, dass eine andere Frau herrscht, die schon ausreicht, ja, um sie absetzt. Selbst wenn es ein 10-jähriges Kind ist. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du mit deiner religiösen Eiferin tatsächlich
schlimmer wirst als Sancho der Schäbige. Aber ich glaube, du ziehst mir tatsächlich gerade davon. Das ist wirklich moralisch fast noch verwehrt. Weil, weißt du, meine simple Gier ist ja irgendwie was, was man irgendwo auch noch, das kann jeder auch irgendwo verstehen, ne? Jeder hätte gern ein bisschen mehr Geld und so. Aber das ist ja. Das Problem ist, dass ihre Burg, wie auch immer sie das geschafft hat, ist ihre Burg auf einer Stufe 4, Festungsstufe. Und das heißt, ich krieg's nicht eingenommen. Ist das ein Zeichen Gottes, Pia? Nein. Nein, das ist sicher nicht. Nein, bestimmt nicht. Ich brauch halt. Das krieg ich nicht eingenommen. Das heißt, ich brauche jetzt einen Verbündeten, der mir hilft, das einzunehmen. Scheiße. Ja, ich werde Dankeschön, Vincent, für die 11 Monate. In deinem Sinne derweil handeln. Neben mir ist ein heidnischer Herrscher verstorben. Und nun sind da schwache, kleine muslimische Herrscher, 10-Jährige, denen man das Land, das den Christen, also mir gehören sollte, aberkennen kann. Oh, das klingt gut. Ist es nicht? Das klingt sehr, sehr gut. Das Herzogtum Barcelona ist ja meins. Und. Aber wenn ich in Spanien niemanden finde, der meiner Kinder wert ist. Da möchte jemand Geld von mir haben, eine andere Frau. Nein. Nee, Geld sollte man nie herausgeben, wenn man es auch behalten könnte. Und nee, die würde mir helfen könnte. Wollen, glaube ich, aber das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Für 100 Gold. Nee. Sancho der Geringere. Ein arroganter, sprunghafter, gefühlloser, knausriger Buchhalter. Das ist mein Erbe. Aber er ist nicht mal ein guter Buchhalter geworden. Schon inzestiös. Das sind alles deine Dudes. Der ist irre. Ich bräuchte halt irgendeine gute Bündnismacht von einem Dude, den ich auch gut finde. Wo sitzt denn der? In Frankreich sitzt der und sein Haupterbe ist schon verheiratet, aber das wäre der zweite. Ja. Dann kriegen wir hier aus Frankreich einen Verbündeten. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja, aber von der Frau lasse ich mir nicht helfen, Chat. Nicht mal das? Nein. Nein, nein, ich habe jetzt einen guten Verbündeten, der in Frankreich sitzt. Der ist reinen Herzens und ein Mann. Graf Aner von Albrecht, der ist auch katholisch. Oh, pass auf, das ist meiner. Das ist der vorher gesagt hat, er hat gerade keinen Bock. Ach so, ja, mir kommt er auf jeden Fall, mir ist er sofort beigetreten gerade. Er hat ja vorher mit mir auch gerettet. Ah. Ja, also er ist auf jeden Fall, er kommt gerade, es ist super. Sehr gut. Das ist auch ein gutes, sieht aus wie ein gutes, ehrenwertes Haus. Und er wird mir hoffentlich gegen diese Frauen in meiner direkten Nachbarschaft helfen. Gegen diese Hexen. Sehr gut. Hallo Fettet. In meinem Chat steht, mein Herrscher ist so geizig, er gibt nicht mal gute Gene weiter. That's true, though. Oh Gott. That's true. So, neuer Ränkespielvorzug. Jetzt darf ich 2 geschmiedete Komplotte auf einmal haben. Das ist sehr praktisch. Das ist so schlimm, dass mein König ein Ehebrecher ist. Das ist ganz furchtbar.
Aber du kannst nichts dagegen tun, oder? Weil er stärker ist als du. Ich krieg den nicht weg, nee. Also, nee, ich bin sogar stärker als er. Der hat nur noch 90 Armee. Der ist komplett am Arsch. Der verliert gerade. Ach gegen so. Einen darunter. Jawohl, der verliert gerade gegen den katholisch-andalusischen Dude, der von darunter kommt. Der aber auch nur Töchter hat. Da kann ich mich nicht reinheiraten. Aber mit dem verstehe ich mich gut. Die Makel des Sohnes sind doch offensichtlich die Schuld der Frau. Da wird dir Pia zustimmen, wird bei mir gesagt. Die Makel des Sohnes sind definitiv die Schuld des Frau, ja. Schon, gell? Ich habe ihm alles Gute, was er hat, gegeben und die Frau alles Schlechte. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist also, ja, das ist nicht deine Schuld. Wenn Frauen scheitern an ihren Aufgaben, dann scheitern Frauen an ihren Aufgaben. Irgendwann wird dich dieser Stream einholen, Pia, und ein bisschen freue ich mich drauf. Irgendwann wird irgendwer kommen, und wenn es auch in einem Jahr ist, weißt du, irgendwer so, ja, ich will euch jetzt mal allen zeigen, dass diese Shurioka, die ist gar nicht so, die ist keine echte Feministin. Ich habe jetzt die große Enthüllung, das habt ihr vielleicht nicht mitgekriegt, aber vor einem Jahr hat die da mal so einen Stream gemacht. Mit so einem Typen von der GameStar, werden wir auch reingezogen. Wo der GameStar-Redakteur lacht ständig über frauenfeindliche Äußerungen von angeblich feministischer Streamerin. Das ist auch eine Schlagzeile, die ich irgendwo sehe. Die sehe ich auch. Und ich müsste ja, echt sagen, wenn sie meine Crusader Kings 3 Streams hernehmen, um das herzuleiten, dann werde ich köstlich lachen darüber. Dann werde ich richtig lachen darüber. Aber diese Art von Mensch ist ja oft sage ich mal, des geistigen Kalibers, dass ich mir das durchaus vorstellen kann. Ja. Dass irgendwer wird das ernsthaft denken. Also eine Problematik, die ich gerade sehe, ist, dass ich mich ja jetzt mit auf eine leichte Liebschaft mit dem Bischof eingelassen habe. Aber ja, so richtig ist noch nichts passiert. Also wir haben noch nicht Liebe gemacht. Und ich habe noch keinen Sohn. Du musst dir vorstellen, Der kann das halt weiter und der ist noch nicht so erfahren darin. Das musst du ihm ein bisschen zeigen, wie das geht. Ja, langsam wird's kritisch. Ich bin 35. Oh, okay. So viel Zeit habe ich nicht mehr fürs Kinderkriegen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist halt schwierig. Und ich will meine Töchter eigentlich nicht matrilinear verheiraten. Das ist eigentlich nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, natürlich nicht. Dann hätte ja eine Frau das Sagen. Ja, schon wieder. Ja. Was ist da los? Hast du mal über das Abdanken eigentlich nachgedacht, Piers? Also sobald du einen Sohn hast, natürlich. Ja, wenn der abdanken. Alt genug ist, ja. Ja. Wobei, so selbstkritisch sind wir ja nicht, ne? Wir haben ja nur ein Problem mit anderen Frauen. Die eigenen Rechte und die eigenen Privilegien will man ja nicht abgeben. Wenn man eine richtige heuchlerische Person ist, dann möchte man anderen Frauen die Rechte wegnehmen, aber nicht seine eigenen, weil ich bin ja von Gott ausgewählt. Um die anderen Frauen zu bekämpfen. Das stimmt, das stimmt. Du bist die eine Gute. Ich bin die eine Gute, ja. Die eine. Ja. One of the good ones. Ich bin hier richtig am Start. Ich konvertiere heidnisches Territorium zu christlichem. Von diesem unschuldigen 10-jährigen Jungen. Ach, guck mal, ich hab die gefangen genommen. So, mein Reich ist etwas gewachsen. Wir haben aber eine niedrige. Oh, da ist er. Fürstin Babriela, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe an euch beweisen kann. Giacomo bittet mich, mir eine Probe seiner Hingabe auszudenken, nur zu gerne. Ich werde ihm auferlegen, mehrere Nächte nicht zu schlafen, mehrere Tage nichts zu essen. Tage nichts zu essen, das klingt auf jeden Fall richtig. Bitte? Wenn Gott ihn schickt, dann ist das keine Aufgabe. Das stimmt natürlich. Mein zweiter Sohn ist fleißig, arrogant, gierig und ein fähiger Taktiker. Oh, eine schöne Kombi. Und reizlos. Er ist nicht ganz so hässlich wie der andere. Deswegen ist er auch nicht der Haupterbe. Ich habe ein Problem. Meine kleine Tochter ist eine Sünderin.
Was? Wie kann sie denn? Sie ist herrisch. Als ich die Einladung zum Ball verschickte, freue ich mich auf einen Abend in guter Gesellschaft mit frivoler Unterhaltung. Stattdessen bin ich gefangen in einem grauenhaften Gespräch, das meine Vasallin Bürgermeisterin Alicia mir aufdrängt. Ja, Frauen halt, ne? Frauen in Regierungsposten, unfähig. Ich würde sagen, die Fürstin hat jetzt genug. Unterbricht uns ein Mann. Es ist Giacomo. Merkt ihr denn nicht, dass ihr sie langweilt, Bürgermeisterin Alicia? Ja, die ist jetzt brüskiert. Ja, die soll auch einfach nicht Bürgermeisterin sein als Frau. Nicht mal dieses kleine Amt gönnst du deinem eigenen Geschlecht, verstehe ich, ja. Nein, nein. Das ist ja eine Frage von Prinzip. Ich glaube, Gott straft mich damit, dass ich keine Söhne bekomme, weil ich einfach noch viel zu viele Frauen um mich herum habe, die zu viel Macht haben. Oh. Und er straft mich dafür, dass ich das nicht geändert habe. Ja, das stimmt. Für diese Viererfestung da, ne? Ja. Ist auch nicht okay. Ich könnte jetzt meinen... Ich hab Schulden gerade, aber ich kann meinen alten Lehnsherrn in der Theorie... Ui. Ja. Den würde ich jetzt besiegen. Ich muss meine Schulden loswerden. Herzogin werden, das wär's. Ganz Galizien. Nein, es geht ja nur darum, dass einfach, also ein gutes, stabiles, sicheres, gläubiges Reich brauchen wir hier. Ne? Ja. Und unter meiner Hand ist es gläubig und gut. Natürlich. Eben. So, jetzt geht's alle ab. Frauen im Reich hinrichten, allein ihre Existenz ist von Gott nicht gewollt. Nicht alle Frauen generell, alle störrischen Frauen. Deswegen habe ich so ein kleines Problem mit meiner Kleinsten, Juliana, die ist nämlich herrisch. Und herrisch ist eine Eigenschaft, die sollten Frauen nicht haben. Deswegen habe ich sie auch gezielt in meine Obhut gegeben, damit ich sie auf jeden Fall so erziehe, dass sie eine gute Frau für den Macht sein wird. Ja, das musst du ja aberziehen, das ist nicht okay. Wichtig, wichtig. Wichtig und richtig. So, wann kann mir mein Papst wieder Geld geben? Ah, nice. Nächsten Monat. Ach, du tolerierst also Frauen als Bürgermeister. Tja, dann hast du hier noch ein weiteres Mädchen. Gott passiv-aggressiv und schnippisch. 11. Jahrhundert nach Christus. Zu einer anstrebenden Herzogin. Ja, offensichtlich. So. Mein Bischof ist jetzt wird jetzt mein Seelengefährte offensichtlich. Ich habe jetzt eine Affäre mit meinem suffragen Bischof. Bitte schenk mir einen Sohn. Dankeschön, lass den Caps für die 21 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Meine Tochter hatte wohl auch eine Affäre. Schmeiß sie raus. Na, aber du sagst mich, der Typ ist schon tot, solange es mich kein Geld kostet. Ich will eine Frau, die für meinen Erben eine gute Begleiterin ist. Ich will die mit dem höchsten Verwaltungswert soll er heiraten. Die am meisten Geld scheffeln kann. Amelie. Du siehst fantastisch aus. Meine Töchter schauen sich actually ähnlich und sie sehen auch aus wie meine Töchter. Das finde ich super gelungen, tatsächlich. Musst du dir mal angucken. Also ich finde, die sehen richtig aus wie meine Töchter. Lass mal sehen. Ich habe nichts umgestellt an Haaren und so weiter. Also das ist alles genau so entstanden. Stimmt, ja. Und ich finde, es ist auch richtig gut getroffen. Also die Älteste, die ist halt so generell fleißig und selbstbewusst, ist ja auch die Älteste. Die Zweite ist gefühllos. Das sieht man, finde ich, an der Art und Weise, wie sie steht.
sieht man ihr das auch richtig an. Das ist ja wirklich, das finde ich so cool, dass die das Posen und so der Charaktere sich an ihren, auch wenn du so ein mega Ränke spielst, hallo Chris und hallo Fist of Doom. Kinngreifen-Pose und sowas, das finde ich mega cool. Ich finde es auch richtig geil gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach wunderschön, wundervoll. Oh, was ist das denn hier? Ach, nee. Hast du dir mal meinen Sohn angeschaut? Hat der Gesichtszüge? Ganz so der geringere. Ja. Seine Ehefrau hat den passenden Gesichtsausdruck für die Begeisterung dieser Ehe. Er hat auch nicht so viel Bock, aber hey. Jetzt hat er noch einen Bart bekommen gerade, das macht's nicht besser. Er ist frisch verheiratet, offenbar so eine Frau, steht vielleicht auf Bärte, hat er sich gedacht, lass ich mir einen wachsen. Das kaschiert das Unglück. Der hat den Begriff Knautschzone missverstanden. Samuel. Meine Bürgermeisterin schickt mir jemanden her und sagt, ich soll die ermorden. Ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber sie zahlt mir nichts dafür. Dann sehe ich es als problematisch. Nee. Okay. Nee, hau also, ab, komm. Ich muss... Jetzt ist der König von Sanchez von Kastilien genau in diesem kleinen Herzogtum drinnen, das ich unbedingt haben möchte. Was, solange keine Frau regiert, ist doch alles gut. Ja, aber ich möchte Herzog werden. Hm. Also ich brauche ja meinen Herzogtitel, den habe ich ja verdient, um meinen Sohn mir zu erarbeiten. Ich bin verzweifelt, ich bin unzufrieden und verzweifelt. Ich fahre gerade voll in meine Midlife-Crisis, weil ich einfach immer noch keinen Sohn habe mit 37 und ich bezweifle, dass ich noch einen bekomme, um ehrlich Gott zu sein. Gott straft dich, Pia, ja, eindeutig. Gott straft mich. Und wie man das so macht in der Midlife-Crisis, tötet man jetzt erstmal. Ja. Ich dagegen habe ganz Barcelona unter meiner christlichen Fuchtel. Natürlich ging es mir nie um den Glauben, sondern nur um das Geld, aber es ist eine schöne, wohlfeile Rechtfertigung für meinen Eroberungsfeldzug gegen irgendwelche 10-jährigen muslimischen Kinder. Ach, guck mal, hier können wir noch eine gute Frau suchen. Gott, wir brauchen in erster Linie, wir brauchen eine aus dem Christentum auf jeden Fall. Wir wollen eine fruchtbare. Wir wollen eine vielleicht mit einer vererblichen Eigenschaft. Die ist schon ein bisschen alt. Die ist auch ein bisschen alt. Ja, nehmen wir trotzdem die. Vielleicht wird es ja noch was, die 37. Wenn die noch ein Kind schafft, schaffe ich vielleicht auch noch eins. Oh, und ich muss schon wieder meinen Verbündeten rufen. Ich schaffe das Einnehmen nicht ein, sonst. Weil die alle so eine hohe Festungsmauer haben. Ist der Ehemann unfruchtbar oder bekommt deine Herrscherin einfach keine weiteren Kinder? Nee, die mögen sich nicht besonders, deswegen haben die nicht so viel Sex. Und gleichzeitig ist meine Frau keusch. Und mit 37 geht halt die Fruchtbarkeit langsam runter. Das macht es so ein bisschen schwierig. Das heißt, die Chance ist immer geringer dafür, dass noch eine Schwangerschaft stattfindet. Also ich würde jetzt nicht drauf verwetten, dass ich noch mal schwanger werde. Ich glaube, also nicht mehr mit meinem Ehemann. Vielleicht kriege ich mit meiner Affäre noch einen, ein Kind. Aber ah, da kommt die Unterstützungsarmee, sehr gut. Die brauchen wir auch ganz dringend. Ja, ich habe gerade kein Geld für ein Festmahl.
Ich muss auch ein bisschen taktisch warten, gerade bevor ich nochmal ein Festmahl mache. Weil falls ich schwanger werde und ich bekomme die Möglichkeit, das offen zu legen, dass der Bischof der Vater ist, dann werde ich das machen und werde dann meine Sünden freikaufen. Weil es ist ja Gottes Kind. Das sollte man nicht leugnen. Hallo, Ralf. Ich habe jetzt gerade El Cid angeheuert, aber natürlich nur zum kleineren von zwei möglichen Preisen. Weil, muss er nicht übertreiben, nur weil der Typ ein bisschen was drauf hat. Wie viele Gebiete bräuchte ich denn, um dieses Herzogtum zu haben? Ich bräuchte 3 Digerie-Grafschaften und dann 250 Gold. Ja, dann habe ich ja alles, was ich gleich brauche. Ich habe dann gleich alles, was ich brauche. Das ist halt für die Erbschaft, falls ich keinen Sohn bekomme, ist das ganz gut. Voll gut. Ja, dann habe ich es zumindest so gelöst quasi. Ist nicht optimal, aber... Damit verliert das Kind aber alle Ansprüche. Nö, ich kann es ja legitimieren. Kann ja ein Bastard legitimieren. Das ist egal. Bastarde müssen legitimiert werden können in der katholischen Kirche, oder? Ich glaube schon. Legitimierung, ja, ja. Was könnte auch legitimer sein als das Kind Gottes? Also, ja, absolut. Sehe ich ähnlich. So, ich habe Anstifter fertig und jetzt gehen wir auf Bildung. Gehen wir auf Theologie oder auf Medizin? Theologie. Theologie macht mehr Sinn bei dem Charakter. Hey, Dude, möchtest du mir vielleicht bei dem Einnehmen von dem Gebiet helfen, statt neben mir ein anderes Gebiet einzunehmen, für das du auch nicht genug Männer hast? Ich frage nur. Nein? Okay. Dann nicht. Die KI. Ja, das ist leider manchmal, ne? Extrem gut. So, und boah, ich hoffe dir auch. Und hallo, Dosa. So, ich muss noch mit meinem zweiten Sohn müssen wir irgendwie. Ach, ist das toll. Meine zweitälteste Tochter ist jetzt noch maßvoll geworden. Das ist die, die auch beim Papst quasi ist. Maßvoll, ist das nicht wundervoll? Ich bin sehr stolz. Auch die, aber ich meine, lässig ist ja egal, ne? Das sind alles nur Frauen. Ja, ne, also Frauen haben schon eine Aufgabe. Also ich darf ja schon stolz auf die sein. Die müssen ja schon fromm sein und alles. Das stimmt. Und ich möchte ja auch, also ich will ja schon, dass es meinen Frauen, meinen Töchtern gut geht. Die sollen schon auch mächtige Königinnen sein, aber halt nicht herrschend. Die haben halt andere Aufgaben. Ah, okay. Also auch in einer gewissen Form haben sie ja auch eine herrschende Aufgabe, aber halt an der Seite ihres Mannes und nicht führend. Und ja, das heißt, es ist schon gut, dass die eine richtige Ausbildung bekommen und dass die fromm sind und dass die halt ehrgeizig sind, weil die müssen den Rücken der Männer stärken, damit ihre Männer schön mächtig bleiben. Das passt so. Das stimmt. Das ist alles richtig. Moreta schreibt übrigens korrekterweise, technisch gesehen war Jesus ja auch ein Bastard. Maria war mit Josef liiert und hat Jesus nicht von ihm empfangen. Stimmt, eben. Die waren schon verlobt. Ja, absolut. Deswegen, was mache ich mit meinem Sohn? Enterbe ich ihn nur oder kerker ich ihn ein und bringe ihn um die Ecke? Mit deinem Sohn? Ja. Boah, das weiß ich nicht. Sancho der Geringste. Ich meine, die haben jetzt beide so ein bisschen sich auf die Idee verlegt, dass ihnen Bart gut steht. Und guck dir den anderen mal an. Das ist auch nicht viel besser. Also, die haben jetzt beide... Aber vor allem, was für Bärte. Also ja, nicht mal so ein bisschen Bart, sondern so richtig, ja. Bart. Hm. Ist doch schön. Also immerhin versucht er, sich optisch schön zu kleiden. Ja. Ihn matrilinear verheiraten bringt nichts, ne? Er ist trotzdem erbberechtigt. Ja. Das heißt nur, dass die Kinder in die andere Dynastie gehen. Das wäre zu einfach gewesen. Kannst du ihn nicht in die Dings schicken? Alter, ich hasse die KI. Was?
Die KI ist gerade einfach in der Belagerung, kurz bevor die Belagerung fertig war, losgelaufen. Ja, das ist das Schlimmste. Und dadurch ist die Belagerung abgebrochen. Wir waren kurz vor fertig. Wir haben nicht mal mehr 10 Tage gefehlt. Ich hasse es, wenn das passiert. Sowas kann, also dass sie das immer noch nicht gefixt haben, ist halt insane. Und jetzt stehe ich da und kann es nicht einnehmen. Ah, das tut weh. Das ist das Schlimmste, das hasse ich. Ach nee, Blödsinn, er hat's besetzt. Dann habe ich mich, dann ist es... Ach, das ist so hell. Ich habe das nicht gesehen, weil diese Streifen kaum sichtbar sind in diesem Hellgelb. Okay, danke schön, Chat. Ich war schon voll am Tilten. Weil ich habe diese Streifen nicht gesehen. Ja, ich habe mich umsonst aufgeregt. Aber ein bisschen aufregen darf man sich, habe ich gehört. Ja, absolut. So, wie werde ich jetzt König von Aragorn? Da ist schon ein anderer Sancho an der Macht. Der ist auch viel schwächer als Es gibt so viele Sanchos. Ich könnte jetzt halt richtig diese total schäbige Sache. Hat er irgendwelche Verbündeten? Ich kann ihm die Treue schwören und dann auf seinen Titel spechten. Weil er dann mein Lehnsherr ist. Das ist genau die Art von schäbiger Scheiße, die Sancho machen würde. Komm. Hier, ich bin ein ganz treuer, wundervoller Vasall. Wobei, da kriege ich kritische Anspannung, muss ich erstmal. Da muss ich mich drauf vorbereiten. Selbst auf gefälschte Unterwürfigkeit muss ich mich ein bisschen vorbereiten, dass die mein geplagtes Nervenkostüm nicht zu sehr erstmal ins Freudenhaus. Zehn Tage noch, dann habe ich Lugo, dann fehlt mir nur noch Geld. Frauengold seid beim Aufregen helfen. Frauengold war hier noch nicht erfunden, ne? Wir haben hier keine Hausfrauen. Also Hausfrauen sind eine Erfindung quasi des letzten Jahrhunderts. Das ist eine Erfindung der Industrialisierung und der neu erfundenen reichen Mittelschicht, die beweisen wollte, dass sie sich das leisten können, dass der Mann arbeiten geht und die Frau nur zu Hause bleibt. Also das ist im Endeffekt, ist es eine Erfindung des Patriarchats zur Machtdemonstration und Reichtums- und Wohlstandsdemonstration der oberen Mittelschicht des letzten Jahrhunderts. Davor haben Frauen auch durchgehend gearbeitet und sich daran beteiligt, die Familie zu ernähren. Das heißt, auch im Mittelalter hatten Frauen mehr Aufgaben und auch unter der katholischen Kirche, als sie es dann im letzten Jahrhundert hatten. Aber es ist doch für unsere beiden Charaktere was dabei, ne? Geld- und Machtdemonstration für mich und Frauenunterdrückung für dich. Ja. Ich derweil wurde im Bordell bestohlen. Von einem Rivalen namens Bernard Udalard. Aber habe ich wenigstens Anspannung verloren? Ja, sehr gut. Dann kann ich jetzt König Sancho von Aragon die Treue schwören. Sehr schön. Hatten in der Industrialisierung nicht vorwiegend Frauen in den Fabriken gearbeitet, nur während der Kriege. Und das hatte eben diesen kriegerischen Hintergrund, dass du die Männer in den Krieg geschickt hast und dann die Männer gefehlt haben, um in den Fabriken zu arbeiten. Deswegen gab es dann die Propaganda, die gesagt hat, oh, davon kommen auch die ganzen Pin-Up-Girls, die dann gesagt haben, oh, wir schaffen das, weil Frauen plötzlich in Berufe gesteckt wurden, die auch davor als männlich wahrgenommen wurden. Zum Beispiel in der Waffenproduktion oder auf dem Land, auf den Traktoren und so weiter. Und als die Kriege vorbei waren, hat man erwartet, dass die Frauen wieder zurück an den Herd gehen. Und das ist einer der größten Antriebe für die feministische Bewegung gewesen, weil Frauen gesagt haben, ich lasse mich jetzt nicht mehr zurück an den Herd stecken, wenn ich gerade 10 Jahre gearbeitet habe, während die Männer nicht da waren. Ja. Er hat mich direkt in den Rat geholt. Er hat noch gesagt, es klingt nach dem Beginn eines wundervollen Vasallentums und ich fange direkt an, auf seinen Titel zu spechten. Kriege ich hier Geld? Nein. Das ist eine gute Frage. Kriege ich hier Geld? Nein. Krieg ich hier irgendwo Geld? Bieten mir meine ganzen Dudes, die ich im Knast habe, alle kein Geld? Nee. Mir wird mega die Anspannung bringen, beim Lehnsherrn zu huldigen, deswegen mache ich das nicht.
Man kann leider nicht selber Bischof werden oder mache ich das falsch? Das kommt auf die Religion drauf an, die du hast. Du musst eine Religion haben, in der das Bischof, in dem quasi Gottes Leute weltlich gewählt werden, glaube ich. Dann müsste es gehen. Nee, aber auch dann nicht, weil du das Herrschen da nicht. Warte mal. Du kannst nur Religionsoberhaupt selber werden. Sowas. Weil das sonst, weil du quasi ja sonst nicht herrschend bist in dem Sinne. Ich bin 39. Ich glaube nicht, dass ich nochmal schwanger werde. Es ist eine Schande. Gut, mein Lehnsherr hat jetzt direkt hier angefangen. Ja, Theokratik wird auf jeden Fall spielbar werden. Wahrscheinlich verlieren wird. Mal schauen. Du kannst einen abgespalteten Katholizismus führen und dann Papst werden. Mit dem ich auch verbündet bin, auf den ich eigentlich gezählt hatte. Das könnte mir jetzt meine schönen Pläne zunichte machen, dass ich dann den Titel von ihm hole. Aber er lässt sich jetzt erstmal total platt machen. Ah, ist das schwierig. Ist alles belastend hier. Ich habe ihm meine Geld. Bezahlte Unterstützung angeboten. Ja, Geld braucht man immer. Ich brauche ganz dringend Geld. Alter, meine älteste Tochter ist auch crazy. Die ist ehrgeizig und fleißig geworden. Ist ehrgeizig und fleißig nicht ideal als Nachfolger? Ja, aber sie ist eine Frau. Ganz schlimm, Pia. Was denn? Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ja, so wie es aussieht, komme ich eh nicht drum herum. Ich bin 39. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein Kind bekomme, ist gering. Oh Gott, Kartoffelbauer, das klingt furchtbar. Gute Besserung. Es gibt in Afrika einen Stamm, der von Anfang an das Matriarchat hat. Frauen dürfen nicht ehrgeizig sein. Das auch, ne? Kommt drauf an. Kommt drauf an, in welche Richtung sie ehrgeizig ist. Fleißig ist ja gut, ne? Wenn sie als Königin fleißig ist, also quasi als Frau, Ehefrau fleißig ist. Und ehrgeizig stimmt, ist ja. Im Sinne von. Und ihrem Mann viele ja. Söhne schenkt, ne? Da kannst du ein Liedchen von singen. Also herrisch ist problematisch, aber herrisch ist auch. Ja, es ist kein so guter Begriff, aber so. Oh, ich drück dir die Daumen, dass sich das auflöst, so schnell wie möglich, Kartoffel. Genau, wenn sie Fleiß und Ehrgeiz in der Sicherung der Nachfolge hat und dann vielleicht einen Sohn bekommt. Im Gegensatz zu dir, meinst du? Im Gegensatz zu mir, dann wäre das doch was. So, jawohl, Glaubensoberhaupt, Geld. Sehr schön. Geil. Das heißt, mir fehlt, at this point, fehlen mir jetzt noch 20 Gold, dann bin ich Herzogin. Bist du schon Herzog? Ja, klar. Ja. Ich bin relativ früh Herzog geworden, weil ich ja sehr gierig natürlich spielen konnte, im Gegensatz zu dir, rollenspieltechnisch. Ich habe mich jetzt dem König von Aragorn unterworfen, um seinen Titel mir zu erschleichen. Blöderweise hat er sich jetzt auch mit dem König von Kastilien verbündet, mit dem ich auch verbündet bin, der es schwieriger macht, diesen Krieg später zu führen, was ein bisschen in meine Pläne jetzt in die Parade gefahren ist, sage ich mal. Aber also, ich bin Herzogin jetzt geworden. Sehr gut. Die einzige Frau, deren Herrschaft legitim ist in diesem Land. Alle wissen es. Das heißt auch, dass ich Gräfin Elvira Pedres neben mir besiegen muss, weil auch die ist halt eine Frau. Mhm. Geht nicht. Nee, bin ich ganz bei dir. Das Problem ist, dass die Königin Jimenja Mienja von Leon quasi ihre Vorgesetzte ist. Das heißt, ich muss mich eigentlich mit der Königin anlegen.
Was ja auch fein ist. Also ich kann ihr alles auf einmal abnehmen. Dann wäre ich aber Königin. Ich will ja gar nicht Königin werden. Das ist ja zu schnell, zu viel. Zu groß. Die Frage an der Stelle ist, würdest du mir trotzdem helfen, diese Frau, die keine Königin sein sollte, zu besiegen? Hast du Zeit? Ich habe immer Zeit, aber da müsste dann vielleicht ein bisschen Geld drüber wachsen, wahrscheinlich. Wie? Ja, also man macht ja nichts kostenlos auf dieser Welt. Ich hätte eine Tochter. Ist sie, Moment. Mein Erbe hat tatsächlich noch. Ich glaube, er wird sich auch schwer tun in dieser Welt. Wobei, ich glaube, nee, er ist schon verheiratet. Ich glaube, hab ich ihn schon verheiratet? Ja, habe ich. Mit der unglücklichen Amelie. Aber ich sie tatsächlich ist niemanden. Hübsch. Ja, aber ich meine, du bist ja jetzt die Letzte, die es gutheißen würde, wenn Amelie plötzlich weg wäre, oder? Sind sie verheiratet oder verlobt? Ja, natürlich, verheiratet. Ja, dann ist problematisch. Ja, ne. Den heiligen Bund der Ehe, den darf man nicht brechen. Außer sie stürzt, dann kann er ja nichts dafür. Oh, ja. Aber davon habe ich nichts gehört, also. Natürlich nicht. Wen willst du denn jetzt platt machen? Hier Die Königin Jemensa von Leon. Die ist halt sadistisch und eine Frau. Die sollte nicht Königin sein. Das ist halt, und ihre Haupterbin ist auch eine Frau. Das ist ultrakritisch. Es ist super schwierig. Aber die Sache ist ja. Ach, der hat noch keine. Aber wenn. Also. Die ist halt schon 9, ne? Das heißt, wenn der jetzt ein Kind bekommt, dann ist das auch zu weit nach hinten. Ich kann dir ja dann diese bezahlte Unterstützung anbieten und dann ist alles voll fein. Ich kann mir das, glaube ich, noch nicht leisten gerade. Müssen wir noch ein bisschen warten, aber das können wir machen auf jeden Fall. Ja, ich müsste ganz kurz Pipi machen gehen. Jawohl. Ich würde da nur ganz kurz auf Pause drücken. Ich habe so viel Cola getrunken.